Da bin ich wieder zum zweiten Teil von Outlast. Man hat mir doch gesagt, ich möge es doch bitte nochmal probieren. Vielleicht klappt es ja diesmal etwas besser. Jetzt ist zumindest schon mal dunkel im Zimmer. Es ist abends. Aktuell haben wir es so 10:30. Vielleicht gruselt es mich jetzt mehr. Also hier war letztes Mal irgendwie ein Viech. Press Spacebar while moving. Achso, dann springen wir drüber. Ah, okay. Who's there? Peter. Wir sind zumindest nicht allein. Wir sollten die Generatoren starten. Ich weiß nicht, ob wir das schon geschafft haben. Two Gas Bombs. Haben wir die nicht schon? Waren das hier nicht die Gaspumpen oder was sind das? Ach, vielleicht müssen wir aber, weil wir erwischt wurden, das normal machen. Eben mit Schmackes die Dinger anschmeißen. Wieso läuft der denn jetzt hier auch im Kreis wie wir? Ich finde das nicht gut. Ja, Meister. Also dafür, dass die Batterien gerade leer sind, klappt die Kamera noch ganz gut. Ne? Ach ne, wir haben kein Licht mehr. Ah. Oder was? Mainbreaker. Wo mag denn der Mainbreaker sein? Dann laufen wir mal weg von ihm. Wo kann man denn jetzt vorne hinwegrennen? Oh, das hat er wohl gesehen. Oh, warte, wir sollten weiterrennen. Ah!
das war jetzt wahrscheinlich nicht die beste Idee, das Tür zu schlagen. Finish him. Also nochmal. Aber wir haben alle drei Sachen noch nicht da an, genau. Und da müssen wir sowieso erstmal wieder die beiden Generatoren. Lalala. Springen wir eben drüber. So, Nummer 1. Nummer 2. Oh, hi. Wo wir denn sonst noch hinrennen? Die Schränke sahen ja schon nach der besten Möglichkeit aus, wa? Ist auch ziemlich hell alles. Paolo! Jetzt sind wir ja relativ einfach entkommen. Ich muss kurz Licht anmachen, nicht die Kamera wegnehmen. Vorne ist er noch. Dann kann man nicht erkennen, ob die noch an sind. Die ist an der Wand mit der Hand dran klemmen. Das macht die Sicht manchmal etwas doof. Wo ist denn der Typ jetzt? Das klingt ja, als wäre er dort hinter irgendwo. Ja. Ja, mach noch eine Runde. Doch, man kann es von ohne Nachtsicht kann man es ganz gut sehen. Ist die Frage, was der Main Breaker ist oder wo man ihn findet. Also bestimmt in dem anderen Raum, wo er herkommt. Oh, hier kommt man so nicht durch, wa? Weil da hinten war ein Spalt in der Wand. Ich weiß nicht mal, weil ich nicht mehr sicher weiß, wo wir genau hergekommen sind. Weiß ich auch nicht mehr. Aber bestimmt kam die hier, oder? Ja. Ich wollte nicht springen, ich wollte da durch. Ja, komm. Batterien nachladen. Zip, zip. Das heißt, wir müssten ja warten, bis er da weg ist, damit wir da lang können wahrscheinlich.
Also im Schatten kann man sich scheinbar ziemlich gut verstecken. Ein Schiff verrennen, ne? Rennen wollte ich jetzt ja nicht. So. Irgendwelche Krankenakten. Kann auch nichts erkennen. Des Stopfens. Er sollte mich eigentlich nicht sehen können. Nur dieses eine Ding. Kannst du ja mal einen verstecken, der kommt ja bestimmt gleich mal gucken. Und dann hören wir mal, ob wir was hören. Nee, ich kann gerade keine Schritte vernehmen. Beziehungsweise zumindest nicht ordentlich zuordnen. Nee, Speicherfunktion gibt es noch nicht, okay. Krabbeln wir mal weiter, wa? Er läuft durch Wasser, das heißt bestimmt ist er noch hinten in dem großen Raum. Ja, dann kommt er hier bestimmt gleich wieder hin, oder? Ah, hier kann man nicht durchgucken. Dann machen wir eben mal Batterien nach. So. Sehen wir wieder was. Ich höre ihn immer noch im Wasser. Noch mehr Batterien. Dass sie zwischen Leichenteilen noch mal überall Batterien liegen lassen. Ach, da kann man sich auch drin verstecken, okay. Die Kameraführung an so Ecken ist nicht so optimal. Dann geht's weiter runter. Ich gehe mal davon aus, dass das der einzige, ich sag mal, Wärter hier ist. Aber sicher ist man sich da natürlich nicht. Er ist bestimmt ein heller Aufruhr, wenn ich jetzt den Schalter umlege. Probieren wir es aus. Kommt keiner angestürmt. Hm.
Ja, er läuft gerade wieder auf Stein. Weiß nicht, ob er jetzt wieder. Oder ob er Richtung Schalter läuft oder sowas. Irgendwie müssen wir jetzt ja, wenn er wieder hier hinkommt, dann wieder an ihm vorbeikommen. Da ist eine Tür, aber die kann man nicht öffnen. Na, kommt einer? Also ich höre die Schritte vor mir eher, aber... Ach, da war er schon. Und schon wieder neue Batterien. Hat er mich doch mal von hinten erwischt. Gemeinheit. Och Mann. Ich meine, ich finde es jetzt ja gruseliger als am Tag, aber. Immer und immer wieder die gleiche Stelle spielen ist irgendwie auch doof, ne? Ach, die Tür ist noch zu, bevor ich die Sachen geöffnet habe, okay. Also ich muss erstmal die beiden Generatoren anmachen und dann kommt er raus. Und dann können wir da erst hin. Ich habe gedacht, wir machen es jetzt mal in einer anderen Reihenfolge. Das scheint so nicht zu funktionieren. Patrouilliert er und sieht uns direkt. Ja, du siehst aber hässlich aus. Hier fehlt irgendwie ein Auge. Das hat dann auch so nicht Action, aber so aufbrausende Musik kommt, wenn man längst tot ist. Niemand. Peter. Ach ja. Ja, die Tür kriegen wir eh wieder nicht auf. Das heißt, wir machen mal den hinteren, dann können wir uns im vorderen Raum verstecken, sind näher an der anderen Tür dran. So, Nummer 1 ist offen. Er kommt noch nicht. Ich glaube, wir müssen halt beide anmachen, damit er kommt. Ne, er steckt schon mal gegen die Tür. Kann sich hier auch verstecken? Ja, kann man auch. Können wir ja mal machen. Oh, unterm Bett. Wie süß. Na, kannst du mich riechen? Lass ihn bitte an. Was sagt er eigentlich? Just another ghost? Überall Geister. Ja, jetzt müssen wir wieder bei ihm in seinen Gang da reinkommen. Ist er selber wieder bei sich hinten drauf, denke ich? Ich sehe ihn zumindest nicht, aber vom Sound her.
Kommen wir ein zweiter hier. Ja, der dürfte ja gleich wieder hier rauskommen, deswegen warte ich mal hier unten darauf, dass er wieder kommt. Um mich dann hinter seinem Rücken da reinzuschleichen. Ist man hier im Dunkeln? Ja, doch so ziemlich. Irgendwas hat er mit dem Raum, hä? So, wunderbar, den Part haben wir geschafft. Hier drin lagen noch überall Batterien, die nehmen wir mal mit. Und setzen sie schon mal ein. Kann ich rausstecken, dann kann die Tür zu machen. Ach, da wäre das Bett. Dunkel ist hier, ja, nicht ganz so dunkel, oder? Man sieht den Türrahmen. Aber aktuell kommt noch keiner. Jetzt müsste er eigentlich gleich kommen. Nee? Oh, dann gehen wir erstmal weiter. So. Wo ist denn der nächste Ort, wo man sich hier verstecken kann? Ich renne mal direkt unter das Bett da hinten. Ach, da ist er schon wieder. Nein, lässt mich bitte in Ruhe. Ich habe keine Ahnung, ob er noch hinter mir ist. Aber ich muss mal vom Schlimmsten ausgehen, wa? Jetzt hat er uns gerade einen auf den Deckel gegeben, aber wir haben uns scheinbar wieder erholt. Die aufreibende Musik wird weniger. Ich sehe noch etwas doppelt, zumindest die Wasserflasche da vorne hat eine lustige Umrandung. Aber ich weiß auch nicht, ob es hier die ganze Zeit schon hat, weil irgendwie ist die Sicht allgemein ein bisschen komisch. Könnte natürlich auch an der Kamera liegen. Ja, es liegt an der Kamera, na gut. Wobei wir ja angehalten sind, allen Scheiß aufzunehmen. Ja, dann müssen wir mal wieder vor. Wir müssen auf den Zentralbutton drücken, ne? Nicht an die Wand. Das ist die Frage, wo ist Peter? Ich höre nicht, ich drücke mal auf den Knopf. So. Und wieder raus hier. Jetzt kommt er nämlich bestimmt uns holen, oder? Ich meine, jetzt kann er uns auch noch sehen. Kommen wir schnell wieder nach oben. Ich hoffe, ich habe mir damit noch ein Safe Game freigeschaltet, weil... Immer und immer wieder den gleichen Krams, wie gesagt, steht nicht so drauf. So, was genau hatten wir jetzt nochmal freigeschaltet? Ich weiß nicht, was wir machen mussten. Doch, guck mal, hier liegen wieder Dokumente rum. Ich kann die Kamera auch mal weglegen. Kann ich den Hörer auch auflegen? Das ist ja... Und die etwas ruckelnde Sicht. Ich weiß gar nicht, wie viel das im Video aufgefallen ist, aber... Proclaim the Gospel. Ich kann ja mal in die Notes und sowas gucken. Mal gucken, was wir so gefunden haben. Big fucking guy, bla bla. Das haben wir zumindest alle schon mal gesehen, was wir jetzt neu haben. Parent of Seizure. Nö, nö, nö. Ja, das ist ein
You are hereby required to grant MHS full access to all facilities and surrender complete authority to its agents. Was war jetzt MHS nochmal? Achso, Markov Headline Security. Der Hardline. Okay, die haben also so ein bisschen das Gebäude mehr oder weniger übernommen, oder was? Ja, doch. Oh, super zweite Seite. Sehr aufschlussreich. Und hier haben wir ein CIA-Dokument. Interessant. Tülü, 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 Mrs. Mountain. Material Bridge. Oh. Mhm. Die Pinotics, hey, bla bla bla. Ja. Könnt ihr euch alle durchlesen. Wenn was Interessantes dabei war, könnt ihr mir das so sagen. Hey, da steht auch was vor, das wird wohl nicht zu öffnen sein. Gut. Ach ja, das war hinten im Gang, war ein Raum, der vorhin zu war, oder was? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Nee, da haben wir überhaupt erst mit den Schlüssel für den Keller hergeholt, oder nicht? Das Klo habe ich aber auch schon mal geöffnet. Zeuge stand da schon mal eher. Er ist der Kopf. War das der Kopf von dem? Nee. Haben wir aber, glaube ich, auch schon mal festgestellt. Also irgendwie diese Aversion gegenüber Köpfe an Körpern. Sehr ungesund. Besonders für die Opfer. So. Also der Raum hier ist schon offen. Oder haben wir den jetzt erstmal mit Strom versorgt? Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich verstecken. Ach ja, die Tastatur. Die blinkt lustig. Dann probieren wir das doch nochmal. Ach, ich habe schon wieder einen Freund gefunden. Oh nö. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you.